willkommen zu einem neuen I Wanna Be The Guy Fan Game. Dieses Mal I Wanna Be The Guy Guiden von demselben Macher wie I Wanna Be The Guy, also das erste Fan Game basierend auf Kid Fortress oder wie das Spiel nochmal hieß. Ja. Soll wohl ganz gut sein. Wenn ich sage, soll wohl ganz gut sein, dann heißt das in der Regel, dass ich mir angeguckt habe, was New Geezer was für eine Bewertung gegeben hat beim Spiel. Das hier hatte eine A-Bewertung, von daher werden wir das mal ausprobieren. So ganz wichtig direkt am Anfang. Die Dings einstellen, die... doch mal schnell jetzt hier die Keys einstellen, mein Gott, ey. So, und hier hatte ich mich eben schon mal gemissklickt, das heißt, ich starte jetzt hier. Ja, Medium und Easy will ich nicht, Hard ist schon das, was ich will, aber da oben habe ich halt aus Versehen Very Hard eingegeben. So, von wegen, ey, Speicherpunkte braucht die Welt halt nicht. Deswegen werden wir jetzt das so benutzen, so. Und wie ihr eventuell schon rausgehört habt, ich habe da eben schon mal eine Aufnahme gehabt, die ungefähr 5 Minuten lang ging, bis ich festgestellt habe, dass ich aus Versehen auf F1 meinen Link nach links gehen gelegt habe. Ja, oh. Deswegen wollte ich gerade sagen, kenne ich so die ersten 2 Traps. Ich sterbe einfach trotzdem mal hin. So, jetzt kann man Feuer zum Starten drücken. Jetzt kommt hier so ein cooler Anfangsmove. Wo uns ein bisschen reden können. Ihr habt ja gerade gesehen, ich durfte noch einmal einstellen, was ich für... Da durfte noch einen zweiten Schuss einstellen. Das ist so ein Grappling Hook. Ich bin mal gespannt. Na toll. Bin mal gespannt, wie der noch eingesetzt wird. Man kann ja anscheinend auch in mehrere Richtungen machen. Da nach unten gehen auf dem Boden ist. So. Verstehe. Okay, so, und hier war ich nämlich dann... Wow. Okay. Da war ich nämlich dann stehen geblieben. Und die Trap kannte ich eigentlich auch noch. Das war dann aber auch alles. Da ist mir nämlich dann aufgefallen, dass ich nicht nach links gehen kann. Was ziemlich blöd ist bei dieser Trap, muss man fairerweise sagen. So. Press up. Okay. Interessante Safe-Variante. Okay. Das ist so ein Spiel, ja? Das ist so ein... Wir bombardieren dich mit Traps-Spiel. Okay. Interessant, muss man sagen. Ich würde auch sagen, Bullshit, aber... Ach, da kommt auch noch mal. Ah! Boah, da habe ich mir jetzt richtig Spiel ausgesucht. Ich als Trap-Fanatiker. Eieiei. Scheiße. Boah. Scheiße. Ich gehe da immer zu weit hoch. Der hat irgendwie so eine ziemlich smoothe Steuerung. Was mich irgendwie voll verwirrt. Einfach nur. Scheiße. Ja, was ist so ein Game, ne? So ein Hey. Trap after trap after trap. Oh Gott. Dieses Spiel, ne? Da werde ich ja dann noch ganz viel Spaß mit haben. So, erste Frage, kann ich das Kollege Turnschuh abschießen? Kann ich anscheinend, aber er hält mir seinen Hit aus. Sonst ist der immer nach oben gejumpt. Ja gut! Wer sich noch in grauer Vorzeit erinnert, das ist ja an sich auch wieder nur ein Ersatzprojekt, ja, für I Wanna Kill the Camellia 2, was ich auch immer noch vorhabe zu finishen. Ja. Das mag man jetzt zwar vielleicht nicht immer glauben, aber es ist so. Ja, genau, was auch immer mich da gerade gekillt hat. Muss ich, soll ich den töten? Soll ich den nicht töten?
Hier ist keine Antwort, keine Ahnung. Aha, okay, jetzt ist er down, da geht er down nämlich. Ja, shit, ist jetzt hier hoch? Nicht der Bock hoch? Soll ich hier lieber weitergehen? Okay, weitergehen war anscheinend nicht die Variante, die man machen wollte. Ganz offensichtlich war weitergehen nicht das, was man machen soll. Tja. Dann ist allerdings die Frage, was... Achso, Moment, der Grappling Hook vielleicht, ne? Ja, jetzt? Hätte ich mich da irgendwie... Ah ja. Komm! Oh, was da nochmal? Na hä? Ja, also ich hab, muss ganz fairerweise zugestehen, ich hab den Grappling Hook noch nicht ganz verstanden. Ah ja, okay, hier kann ich selbst stehen, ne? Sehr angenehm. Zu close. Scheiße, muss ich jetzt da hinten dran jumpen? Und dann da dran Grappling Hooken, oder was? Oh mein Gott! Ja, also das mit dem Grappling Hook ist eine interessante Mechanik, könnte man sagen. So interessant die Mechanik, dass ich... Ja, wenn mal gespannt bin, was man dann auch alles für Bullshit mitmachen kann. So, wenn die Turnschuhe gehen. Gehen Sie mal bitte... Alter! Alter! Mal. So. Scheiße. Ich muss dann irgendwie sofort weiterspringen, weil das refresht nämlich nicht den Doppelsprung. Ah. Das macht es nämlich nicht. Das war natürlich ein Hit, was auch sonst. So, okay. So. Okay, also man schwingt anscheinend immer, wenn man... So ein. Alter. Oh, scheiße, ich hätte da auch wieder Grapple hocken können. Und ich dann wie Tarzan da durch die Gegend hätte springen können. Das ist voll nice. Also die Idee gefällt mir an sich. Ich hab halt Schiss, dass man damit irgendwann noch richtig kranken Bullshit machen muss. So. Nein. Ja, aber es ist natürlich wieder eine neue Mechanik, das heißt, bis ich die mal vernünftig drin habe, das könnte es dauern. Alles, was ich damit sagen wollte. So, dann kannst du direkt mal verpissen, bevor du einmal schießen kann. So. Ach, scheiße. Es ist nicht so easy. Muss mal fairerweise auch so... Diese Kamera, ne? Ich habe dich schon dreimal nachjustiert. Und Kamera El Faco will einfach nicht halten, so. Oh mein Gott. Alter Schwede, okay, das wird eine ganze Menge Ausprobiererei. Ups, jetzt habe ich den da unten einfach ignoriert. Na gut, wenn man das halt kann. Nein, ich hab vergessen. Oh mein Gott, da muss man dann nochmal springen drin. Das ist echt nicht easy. Gut, ne, dann sind Fangames schon mal easy. Okay, den da unten kann ich echt vollkommen ignorieren. Den hier war ich. So, ja. Nein! Die Sprungtaste muss ich drücken, Ops. Die fucking Sprungtaste muss ich drücken. Ich will dann immer den Grappling Hook nochmal drücken, aber das funktioniert nicht. Ja, stirb. Scheiße. Oh mein Gott. Da muss man da echt... Das ist echt nicht easy. Mag vielleicht easy aussehen, ne? Der Grundgedanke ist easy, aber es ist nicht easy. So.
Beziehungsweise das ist der erste Screen. Scheiß doch mal die Wand an, wie ich. Das ist doch zum Mäusemelken hier. Ich immer die Sprungkombination verpeile, ey. So, komm schon. Das ist so, es ist wirklich. Wow. Kann ich eigentlich auch? Das wäre eigentlich mal ein Versuch wert. Kann ich eigentlich auch, ups. Wenn ich im stehenden Modus bin, also so, mich anfangen zu schwimmen, zu schwingen, dann kann ich nicht. Okay. Das heißt, ich muss schwingen. Schwingen, um zu gewinnen. Okay, ich dachte eigentlich, das wird sich cooler reimen. Okay, wenn ich jetzt zu früh drücke, dann... Oh mein Gott. What the fuck? Das ist der erste fucking Save. Ich bin einfach nur zu dumm, um geradeaus zu laufen und den ersten Save zu schaffen. Gut, ne? Weil halt neue Methode wird. Oh mein Gott, aber dieser... Ich überschätze den Grappling Hook aber auch irgendwie immer wieder. Ich denke immer irgendwie, dass der länger ist, aber irgendwie ist er das nicht. Tja. Das ist übrigens auch so eine Sache mit zwei Schusstasten. Ach Mann! Boah. Ich das nicht schaffe, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich wette mit euch, wenn ich das da einmal hinten schaffe, dann werde ich einfach nur direkt von den Soldaten wieder rumeiern. 100%. Boah. Das ist so eine Scheiße, ne? Also ich meine, Gott sei Dank ist es ja nicht weit bis dahin. Aber trotzdem, nervig ist es allemal. Not too close! Ach man. Es wäre eigentlich sogar viel cooler, wenn man da oben drauf kommen könnte. Irgendwie. Vielleicht kann man auch irgendwie da oben drauf kommen. Aber ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Ich hab eben sure. Vielleicht. Too close! Deine Oma ist too close! Scheiße. Hm. Okay, aber er denied einfach auch nicht den Doppelsprung, ne? Dann komme ich vielleicht, wenn ich von hier oben. Nope. Nope, nope und nochmal nope. Vielleicht sollte ich einfach versuchen, weiter von dem Ding wegzubleiben. Also, und? Ich kann es ja vielleicht mal zu versuchen zu demonstrieren. So. Okay, das nervt mich. Das nervt mich ganz minimal. Insbesondere, also New Jesus ist ja, wie gesagt, was der sagt, das ist eigentlich schon korrekt. Ja, also wenn er dem Spiel eine gute Wertung gibt, dann hat das in der Regel auch seine Gründe. Und ich meine, so vom Aufbau her ist das absolut ein gutes Spiel. Das ist halt Trap-lastig. Okay, meinetwegen, ne? Kämpfe ich mich nochmal gerade so durch. Ich finde die Grappling Hook Mechanik ganz cool. Boah. Das kann nicht euer Ernst sein, dass ich das nicht schaffe einfach. Boah. Wobei, Moment, kann man? Ja, natürlich, du bist natürlich ein schlechtes Zielobjekt dafür. Kann man denn? Wenn man zu hat, kann man da oben drauf? Nein. Das ist natürlich bitter, aber dann... Oh mein Gott, ey. Das ist doch ein Witz! So, und mache ich vielleicht gerade einen grundsätzlichen Fehler? Könnte nämlich auch. Könnte auch gut sein, dass ich gerade echt einen grundsätzlichen Fehler mache.